mein Vorredner hat, ich möchte gerade dort ansetzen, wo er auch angesetzt hat. Strom damals ist eine geniale Erfindung. Wir können es aus der Steckdose holen. Dort hat es Steckdosen. Wir können einstecken, ob es ein Apple ist, ob es eine Linux-Maschine ist, ob ein IBM oder Microsoft PC, es funktioniert alles dran. Im Prinzip haben wir mit dem Cloud Computing machen wir genau das, aber wir holen eben nicht nur Strom aus der Steckdose, wir holen auch viel mehr anderes draus. Ich habe es den Plug Tower oder den Steckdosenturm genannt. Im Prinzip wollen wir alles aus der Steckdose. Nicht nur Strom, nicht nur das Internet, am Schluss sogar, und das vielleicht als Ergänzung, Infrastructure Platform, Software as a Service. Was uns am Schluss am meisten interessiert, ist auch, dass wir ganze Dienstleistungen nicht nur automatisiert, nicht nur Software as a Service, was für mich nämlich, also mein Vorredner hat das sehr gut deutlich gemacht, wir sind vor einem Paradigmenwechsel Richtung Service. Software as a Service vom Begriff her hat eigentlich immer noch im Wort drin das Software-Ding, was einen denken lässt an traditionelle Software. Aber eigentlich geht es gar nicht mehr darum. Ich will eigentlich eine Leistung aus der Steckdose. Die Beispiele, Amazon Web Services, wir sind darauf gestoßen, mehr hintendurch, und zwar einfach deswegen, weil unsere reale IT intern mit gewissen Problemen nicht zu Rande kam. Ein Beispiel war, wir haben eine interne Austauschplattform gebaut und dort haben wir als Auftraggeber von unserem Leistungserbringer verlangt, dass er Lasttests macht. Da hat er es entwickelt, hat keine Lasttests gemacht. Wir haben gesagt, aber ihr müsst Lasttests machen. Monat später immer noch keine. Jeden Monat wieder gefragt, über ein Jahr hinweg, nie haben sie Lasttests gemacht. Ich habe dann mit einem Entwickler hintendurch, übrigens einem externen, mal gefragt, was ist eigentlich das Problem? Und da hat er gesagt, ja, für Lasttests brauchen wir halt eine ganze Menge Rechner, die uns das Ding bombardieren mit Meldungen. Und wo holen wir die Rechner her? Bei uns der interne Prozess, der ist so mühsam, bis wir diese Rechner bekommen, das machen wir es nicht. Dann habe ich ihm gesagt, ja, aber da gibt es sowas, von dem ich schon gehört habe, das war jetzt etwa zwei Jahre her, gut. Das heißt Amazon Web Services. Und er ist dann hingegangen und hat einfach mit seiner Firmenkreditkarte, hat er mir erzählt, dann so 30, 40 Maschinen von der Cloud geholt. Nach 14 Tagen waren die Lasttests gemacht. Und am Schluss hat er gesagt, wow, das war so einfach. Also die Vorteile, die haben wir auch. Ein anderes Beispiel, das jetzt in die oberen Ebene des Stacks gehört, auf das wir gestoßen sind im Zusammenhang mit einem kleinen Award, den die für Cloud-Angebote, Nano TV. Nano TV ist eine Initiative, die liefern über die Cloud Lehrern der Schweiz primär, theoretisch auch Ausland, die Möglichkeit, TV-Programme, TV-Sendungen aufzunehmen, eventuell auch zu schneiden, zu archivieren, ihren Schulen in der Schule entsprechend dann zu präsentieren. Was ist daran so spannend? Für uns ganz spannend ist nicht unbedingt die Technologie dahinter. Gut, das ist eines, es ist wirklich schön einfach zu verwenden. Aber das andere ist, die Leute, die haben im Hintergrund sicher ein, zwei Jahre damit verbracht, die ganzen Autorenrechte und so weiter zu regeln. Also das hat nichts mit der IT zu tun. Aber wenn ich jetzt den Dienst verwende, dann kann ich einfach hingehen und sagen, ja okay, ich möchte Filme. Den, und ich muss mich um das Ganze rundherum nicht mehr kümmern.
Das ist, bringt einen ziemlich festen Mehrwert, der nichts mit IT zu tun hat. Und ich denke, dorthin, das ist auch eine spannende Ebene. Auf der anderen Seite haben wir das Problem, als Behörden besonders, Clouds bringen sehr viele Vorteile, aber haben auch Risiken. Also diesen Frühling, ich weiß nicht, der eine oder andere oder die andere unter Ihnen hat es vielleicht mitgekriegt, die Azure-Plattform von Microsoft hatte am 29. Februar Probleme, und zwar ernsthafte. Hintergrund dieser Probleme war lustigerweise ihr sehr ausgeklügeltes Sicherheitskonzept. Wenn man Daten von einer Maschine auf eine andere zügelt, verschlüsseln sie diese unter Verwendung eines elektronischen Zertifikats. Da mussten sie dummerweise am 29. Februar neue Zertifikat erstellen. Das Zertifikat, das haben sie auf eine Gültigkeitsdauer von einem Jahr ausgestellt, 29. Februar 12 plus ein Jahr, gibt 29. Februar 13. Da hat dann die Routine festgestellt, das gibt es nicht, also gibt es kein Zertifikat. Das ist dann dreimal in Timeouts gefallen und als Resultat hat dann eine andere vorgedachte automatisierte Routine beschlossen, aha, das muss ein Hardwarefehler sein. Das hat dazu geführt, dass diverse Sachen weitergezügelt werden mussten, neue Zertifikate gelöst werden, die dann natürlich auch wieder immer dasselbe Problem hatten und so hat sich das hochgeschaukelt. Es ging noch weiter. Am Schluss hat die ganze Cloud-Infrastruktur für 2-3 Tage Probleme gehabt. Okay. Anderes Problem, Dropbox. Also gerade neu am 6. Juni wurde gemeldet, da der Präsidentschaftskandidat der Republikaner in den USA, der brauchte Dropbox. Und einer hat ihm die Dropbox geknackt. Also Lösungen, also Cloud-Sachen, Cloud-Angebote im Internet, die bieten auch Probleme. Und übrigens, das Problem dort kam im Zusammenhang mit einem Bring Your Own Device Programm, dann wurden die quasi eingeschleppt. Also wir haben eine ganze Menge von Abhängigkeiten, Problemen, die auch Sicherheitsfragen aufwerfen. Da stellt sich die Frage, ist Cloud Computing überhaupt etwas für die Schweizer Behörden? Wir haben vor etwa 2,5 Jahren uns im Rahmen der Aktivitäten Zusammenhang mit E-Government-Architektur sind wir auf das Thema gestoßen und haben uns gefragt, ja, ist das einer der Hypes, die wir einfach nur aussitzen müssen und dann geht er von selbst wieder vorbei. Wir haben von Herrn Johnson gehört, also und da kamen wir auch zum Schluss, das ganze Thema ist mehr als ein Hype. Natürlich jetzt, 2 Jahre später, jetzt sind wir mittendrin, also bis in die üblichen Medien rein, überall kommt Cloud, jeder behauptet, er habe Cloud, auch wenn er keine hat. Gewisse Dienste, die einfach vorher anders geheißen hat, da wird noch ein Cloud-Label vorne dran geklemmt und gesagt, jetzt haben wir das auch noch. Aber trotz allem sind wir zum Schluss gekommen, wie viele andere, diese Entwicklung, die ist viel grundlegender und die wird, behaupten wir, unsere Entwicklung in die Zukunft, was IT angeht, ganz massiv auf den Kopf stellen. Für die ganze Geschichte haben wir dann gesehen, ja, Cloud ist gerade auch für die Schweizer Behörden potenziell interessant, besonders im Prinzip für die Gemeinden, also die unteren Ebenen. Also wir in der Schweiz, wir bringen es fertig für die Bevölkerung einer Stadt London, 26 Kantone und 2500 Gemeinden zu produzieren. Also übrigens, gemäß Schweizer Regelung ist eine große Stadt eine mit 25.000 Einwohnern. Also das verglichen mit den etwa 10 Millionen oder 12 von Tokio oder sowas, ist eine lustige Aussage, oder? Aber wir haben kleine Gemeinden. Diese kleinen Gemeinden, denen fehlt häufig schon das Budget, um nur
die Lizenzen für vernünftige Software zu zahlen. Wir können das nicht. Damit haben wir als aus E-Government-Sicht ein Problem. Wir möchten eigentlich flächendeckend die Möglichkeit haben, elektronisch zusammenzuarbeiten. Wenn da aber ganz eine große Menge von Partnern nicht mitspielen kann, weil sie einfach die Geldmittel dafür nicht aufbrauchen, haben wir Probleme. Wenn wir nur nach Nutzung abrechnende Betriebsmodelle hätten, die Software einfach ohne große Vorprojekte, die man teuer bezahlen muss, aus dem Internet, aus der Steckdose beziehen könnten, dann könnten wir dort eine Stufe weiterkommen. Also wenn ich komme selber aus dem Thurgau, man hört es vermutlich meinem Akzent an, und dort hat die Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, die wurde jetzt eingemeindet, jetzt haben drei Gemeinden zusammen eine große Gemeinde mit 800 Einwohnern gemacht. Und trotzdem, wenn die jetzt eine Einwohnerkontrollsoftware haben müssten, dürften die einfach nur nach Nutzung abrechnen würde. Also die 10, 15 Zu- und Wegzüge pro Jahr, die könnten sie auch sonst noch zahlen. Auf der anderen Seite haben wir Sicherheitsissues, denen wir begegnen müssen. Und wir haben gesehen, wenn wir es typisch schweizerisch machen, dass jede Einheit, jeder Kanton, jede Gemeinde, möglichst jeder Leistungserbringer beim Bund seine private Cloud macht, dann sind wir wieder gleich weit. Dann haben die ganz Großen, die mit viel Geld, die haben ihre private Cloud, andere können nichts davon profitieren. Dann haben wir uns die Frage gestellt, ja, aber wie bringen wir die Leute dazu, ebenenübergreifend zusammenzuarbeiten? Und die Lösung, der Lösungsversuch ist der, sie dazu zu bringen, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. Wir haben letztes Jahr begonnen mit einem Team von rund 30 Experten aus von Bund, Kantonen, Gemeinden, auch der Wirtschaft, auch von der Lehre und Forschung. Wir haben einen ersten Entwurf erarbeitet, die mit einem von einem Experten-Review-Team dann reviewen lassen, in die Konsultation gegeben und so weiter. Und Sie sehen es hier, wir sind jetzt am Juni, ich hoffte eigentlich, ich könne Ihnen heute sagen, ja, die Cloud-Strategie wurde verabschiedet. Leider hat der Steuerausschuss E-Government noch nicht das Okay gegeben. Wieso komme ich dann noch dazu? Die Konsultation hingegen, die war eigentlich sehr positiv, wir hatten sehr viele Feedbacks, sehr lange Feedbacks, was auch bedeutet, die Leute haben sich echt Mühe gegeben, finden das Thema ernst zu nehmen. Das Feedback war weitgehend positiv. Wie immer gab es ein paar, die kritische Stimme hatten. Und aufgrund der Feedbacks haben wir dann die Strategie überarbeitet. Ich möchte Ihnen, obwohl sie jetzt noch nicht verabschiedet ist, trotzdem ein paar kurze Inhalte streifen, soweit es die Zeit zulässt, damit Sie eine Ahnung haben. Und dann sehen Sie auch dann die Links zu der Tagung heute. Das Erste ist, wir sagen ja, Cloud ist auch etwas für die Behörden. Allerdings müssen wir als Behörden das im Rahmen unserer Gesetze machen. Wir müssen die Sicherheitsfragen berücksichtigen und natürlich, das Ganze sollte am Schluss auch noch wirtschaftlich sein. Also Cloud ist kein Selbstzweck. Das Zweite ist, wir sagen auch, dort in gewissen Aspekten, wo es Sinn macht, sollen die Cloud-Behörden selber zu Cloud-Anbietern werden. Ein Beispiel werden Sie heute noch detaillierter vorgestellt bekommen. Die Swissdoppo bietet Dienste, Cloud-Dienste jetzt schon an. Ich möchte nicht weiter darauf eingehen. Das andere Thema ist Platform as a Service, angeboten durch uns. Der Hintergrund dort ist der folgende, also wir, die meisten Behörden, entwickeln unsere eigene, also Spezialsoftware nicht selber oder fast nicht selber. Über 80, 90, vielleicht sogar 95% der Software, der Spezialsoftware für Behörden, werden von Unternehmen entwickelt. Einige darunter sind auch hier im Raum vertreten, für uns. Nun haben wir aber ein Problem damit.
jedes Unternehmen entwickelt das einfach zwangsläufig mit ihren Tools in ihren Entwicklungsumgebungen. Das kommt dann zu unseren Leistungserbringern und die müssen einfach mit dem Durcheinander, was sie da zugetragen bekommen, fertig werden. Wir möchten das Spiel umkehren. Wir möchten eigene Plattform-as-a-Service-Vorgaben definieren, wo wir sagen können in Zukunft, wenn ihr für uns Eigenentwicklung macht, dann habt ihr diese Umgebung zu nutzen. Für uns hat das im Hintergrund dann den Vorteil, dass wir auch die Inbetriebssetzung streamlinen können. Wir können dort sehr viel mehr vereinfachen, zum Teil halb bis ganz automatisieren, was unmöglich ist, wenn jemand mit irgendwas kommt. Es hat dann auch noch einen Aspekt, immer die Sicherheitsprobleme, die werden immer größer, die Komplexität von Sicherheitsmodulen immer massiver, so dass man sehr hohe Spezial-Know-how für solche Sicherheitskomponenten braucht, die nicht immer in den Firmen draußen gegeben sind. Wir möchten auch dort entsprechende Sicherheitsmodule vorgeben können, die Teil dieser Plattform-as-a-Service-Umgebung sind. Übrigens, erste Gehversuche in dieser Richtung machen wir schon mit sehr gutem Erfolg. Schließlich haben wir aber ein größeres Problem mit kritischen Daten. Und das hat jetzt nicht primär zu tun mit Recht, sondern das hat damit zu tun, dass wir als Behörden das Funktionieren des Staates, der Schweiz, auch in kritischen Situationen gewährleisten müssen. Wenn wir unsere Daten und Anwendungen im Ausland haben, dann haben wir das Problem, dass wir potenziell erpressbar werden. Vielleicht haben Sie den Fall von WikiLeaks mitgekriegt. WikiLeaks hatte Daten auf der Amazon Cloud, Amazon Web Services. Als das aufgeflogen ist, die Fragen, als sie aus Sicht der Regierung zu weit gegangen sind, hat die amerikanische Regierung Druck gemacht auf Amazon und von einem Tag auf den anderen wurde der Dienst abgestellt. Dasselbe könnte natürlich auch im anderen Land passieren, wenn wir miteinander vielleicht in Krisensituationen kommen. Wir müssen die gewisse Dinge bei uns in der Schweiz behalten. Beispiel, ich habe vorher Einwohnerkontrolle genannt. Also das scheint etwas relativ Primitives zu sein. Darin habe ich nicht gewaltig viel spannende Informationen. Da steht drin, was sie heißen, wo sie wohnen, was ihr Geschlecht ist, dass sie Schweizer Bürger sind oder nicht. Und dann hat sich schon falsch. Aber der Witz ist, das ist die Grundlage, auf der bestimmt wird, wer zum Beispiel wählen, abstimmen darf. Wenn jemand da türken kann, kann er unsere Abstimmungen und Wahlen türken. Also, das ist kritisch. Und da müssen wir dafür sorgen, dass wir die Kontrolle darüber bewahren. Wir haben grob eine Dreistufung vor. Wir sagen, überall, womöglich, wo es aus Sicherheitsgründen akzeptabel ist, geht in die Public Cloud. Wir haben es gehört von Herrn Johnson, oder? Diese Skalierung, also die Economy of Scale, die ein Amazon oder Microsoft oder Google hinkriegen, die werden wir nie schweizintern hinkriegen, weil wir einfach schlichtweg zu klein sind. Auf der anderen Seite für ganz, ganz kritische Sachen, Polizei und Militär, wird es fast sicher so sein, dass wir unsere eigenen Behörden, eigenen Cloud aufbauen wollen. Aber bitte nutzbar über die Ebenen hinweg, nicht nur fürs VBS, sondern auch für andere Ämter der Bundesverwaltung, für Kantone, für die Polizei, wenn sie lokal bei den Gemeinden ist. Bleibt noch der mittlere Kreis, Community Cloud für die Behörden. Es gibt diverse Dinge, da müssen wir nicht sagen, dass das zwingend behördeneigene Clouds sein müssen, sondern da können wir und tun wir jetzt übrigens schon implizit, nicht im Cloud-Bereich, da können wir auch private Anbieter zum Zukommen lassen. Also ich schätze, 80-90% der Gemeinden haben keine, vielleicht sogar mehr, betreiben die IT nicht selber. Ich weiß von einigen, die haben einfach
jemanden, der Ihnen zu Ihrem PC schaut. Ich sage es mal so. Also andere gehen in gemeinsame Rechenzentren, wo sie sich zusammengeschlossen haben und so weiter. Also das ist schon outgesourced. Da können wir durchaus das auch cloudmäßig zusammenfassen. Nun, wir haben neben diesen Zielen einige Policies definiert, Stoßrichtung, also Grundsätze. Der erste, ich kann nicht auf alle eingehen hier, ist eben, dass wir in diesem mittleren und obersten Teil sagen, ja, wir gehen nicht hin und bauen jetzt die private Behördencloud für alles, sondern wir möchten außer im untersten Teil den Markt spielen lassen. Wir müssen die nationale Souveränität gewährleisten, das ist zentral für uns als Behörden, das entspricht unserem Auftrag. Aber wenn wir jetzt hier sagen, wir wollen den Markt spielen lassen, und hier kommt jetzt der Link durchaus auch zum Thema, das Sie heute an diesem Tag noch mehrfach hören wollen, würden, da gehen wir das Risiko ein, dass wir Abhängigkeiten schaffen von bestimmten Lieferanten, die wir nicht möchten. Deshalb ist für uns offene Standards absolut zentral. Problem bei dem Punkt ist, das zu benennen ist ja schön, aber die offenen Standards müssen erst auch mal da sein. Und da auch die Bitte an Sie alle hier im Raum, wir brauchen jemanden, der die offenen Standards auch tatsächlich entwickelt, einen Markt, der sie aufnimmt. Wir können das nicht selbst als Behörden. Natürlich, also jetzt zur Strategie haben wir Umsetzungsmaßnahmen definiert. Vielleicht der erste ist ganz simpel. Wir möchten den Cloud-Einsatz, den, Achtung, verantwortungsvollen Einsatz von Cloud fördern. Das verantwortungsbewusst ist wichtig, weil es gibt jede Menge Leute jetzt schon, die nutzen Cloud, ohne dass sie es merken und überlegen sich zum Teil etwas wenig dabei. Also Amazon Web Services hatte ja auch vor, letztes Jahr war es glaube ich, einen größeren Ausfall. Da hat einer, der Herzschrittmacher-Applikationen hatte, Überwachungsapplikationen auf Amazon Web Services, hat verzweifelt gepostet, Achtung, ich hab da Herzschrittmacher-Anwendungen drauf und jetzt ist das unten, was mache ich jetzt, oder? Also, ist einfach nicht verantwortbar, so etwas. Wir möchten auch pushen, dass wir die Gesetze überprüfen. Es gibt gewisse Heimatschutzartikel in gewissen Kantonen, die verlangen, dass die Daten zwingend im Kanton selber sein müssen. Die sollten weg. Es gibt eventuell andere Dinge, die man neu überdenken muss, ob zusätzliche Normen notwendig sind. Nun, ich habe gesagt, eigentlich hätte ich jetzt heute präsentieren wollen, dass die Cloud-Strategie verabschiedet ist. Letzten Freitag ist der Steuerausschuss in Government zusammengekommen, wo Bundesräte, Kantonsräte und Gemeindeleiter vertreten sind. Sie haben sie nicht verabschiedet. Sie haben uns gesagt, wir möchten noch detailliertere Analysen der Risiken und Probleme im Sicherheitsbereich. Das heißt, wir müssen jetzt nochmals eine Runde drehen und die Strategie wird frühestens damit im nächsten Sitzung des Steuerausschusses, der wird im November sein, verabschiedet werden. Nun, den Punkt Open Cloud Initiative, den überspringe ich, dazu haben wir schon etwas gesehen. Wie gesagt, wir haben Überlappungen. Die beiden Punkte, das wir Standards brauchen und standardisierte Interfaces. Das ist genau das, was wir auch brauchen werden in Zukunft. Auf den unterschiedlichen Ebenen, Herr Johnson hat das ganz richtig gesagt, also wir brauchen unterschiedliche, ob es jetzt Infrastructure as a Service ist oder ob Software as a Service ist. Nur ein Thema Software as a Service, dort haben wir schon im Bereich jetzt Personendaten, euch angesprochen haben, sind wir Behörden intern jetzt schon ziemlich weit. Wir haben dort gesehen,
Im Kern brauchen wir überhaupt mal die semantischen Standards übergreifend, dass alle das Gleiche unter dem Gleichen verstehen. Wenn wir das nicht haben, dann ist das Ganze nachher Illusion. Also, und das muss je Fachgebiet separat sein. Also diverse unter Ihnen hier im Raum, die haben auch, kennen unsere Kämpfe mit dem Bereich GEVER, Geschäftsverwaltung. Dort haben wir nur die Möglichkeit, Interoperabilität hinzukriegen, wenn wir auch uns über so einfache Dinge, was ist ein Dossier, was sind Unterlagen und so weiter, einig werden. Sonst ist Interoperabilität in entsprechende standardisierte Schnittstellen eine Illusion. Zum Abschluss noch ein paar wenige Bemerkungen. Das erste Thema, was ich nenne das Lizenzdilemma. Cloud, ich habe das Beispiel von unserem Thema da, Lasttest genommen, sind wunderbar. Sie bringen uns Möglichkeiten, die sind super. Im Hintergrund habe ich fast unbegrenzte Rechenpower. Das ist alles schön und recht. Aber wenn Sie dort jetzt eine Datenbank drauf tun, wo Sie für jeden potenzielle virtuelle Maschine zahlen müssen, Lizenzkosten, dann sind die Vorteile plötzlich relativ schnell das Gegenteil. Also Lizenzmodelle, die traditionellen produktbezogenen Lizenzmodelle und Cloud Computing, die beißen sich. Auf der anderen Seite Cloud Computing und Open Source in dem Zusammenhang ist in meinen Augen eine Liebesbeziehung oder könnte und eine werden. Ich denke, beim Vortrag von Swissdopper wird das Thema auch noch etwas angetönt werden. Zum Schluss, noch vergessen wir bitte nicht den ganzen Stack. Man könnte auch, ich habe es mal provokativ gesagt, gefragt, bauen wir den Turm zu Babel? Nein, wir bauen einen Stack, der nur funktioniert, wenn alle Ebenen zusammenspielen. Wenn wir keinen Strom haben, dann Cloud AD. Wenn wir kein Internet haben mit genug Bandbreite, kein Netzwerk mit genug Bandbreite, Cloud AD. Wenn wir das Netz so haben, dass die einzelnen Netzwerkanbieter einfach massiv ihre eigenen Gebote bevorzugen gegenüber anderen, Cloud AD. Und wenn wir zu viele, zu falsche Softwarelizenzlösungen haben, können wir es auch vergessen. Und last but not least, wenn die Gesetzgeber am Schluss zu viele Restriktionen bauen, dann wird das Spiel auch nicht mehr gespielt werden können. Cloud Computing in dem Sinn ist sehr spannend, aber wir müssen schauen, dass wir die Entwicklung so beeinflussen, dass wir uns nicht selbst das Bein stellen. Vielen Dank. Sind Fragen? Das war anscheinend alles sehr gut erklärt.